So, und nun das Thema Drehstrom. Die erste Frage ist ja, warum überhaupt und warum, was ist es? Nun, oft möchte man mit Hilfe des elektrischen Stroms ja irgendetwas bewirken, also zum Beispiel eine Drehung. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben Wechselstrom und da bauen wir unsere Wicklung auf. So, und an zwei Polen. So. Und damit die auch gleichzeitig durchlaufen werden, verbinden wir das einfach und legen da jetzt ein Wechselfeld an. So, in dieses magnetische Feld, das wir jetzt mal für einen Moment einfach so annehmen, packen wir einfach einen Permanentmagneten, Nord, Süd. So, was macht der? Der wird sich natürlich einmal ausrichten. Ja, und in welche Richtung wird er sich ausrichten? Das ist alles rein zufällig. Das heißt also, bei einer elektrischen Maschine mit Wechselfeld, eventuell Drehung, Richtung zufällig, jedenfalls nichts vernünftig definiertes. Eventuell auch nur ein Hin- und Hergezappel. Also nicht unbedingt Drehung, keine sichere Drehung. Was fehlt nämlich, ist ein Drehfeld. Was wir hier erzeugt haben, ist nur ein Wechselfeld. Nun, man könnte das anders ansetzen, indem man nämlich drei Pole nimmt. Und tatsächlich dafür sorgt, so, ich führe die mal hier raus, so, und hier auch noch mal der obere geht. Okay, die kann man jetzt zusammen zu einem Punkt verbinden. Den legen wir jetzt mal hier hin. Das heißt also auch hier die untere Seite, die untere Leitung führen wir irgendwie hier hinten rum, da an den Sternpunkt ran. Und dann könnten wir hier jetzt Spannungen angeben. Zack, eine Spannung, noch eine Spannung. Und hier eine letzte Spannung, auch den führen wir mal hier hinten durch. So, mit meinetwegen U1, U2, U3. Und wenn wir jetzt hier denselben Spaß nochmal machen mit dem Permanentmagneten, dann würden wir tatsächlich ein Drehfeld bekommen, sodass wir hier tatsächlich eine Drehung finden, denn nachdem hier das Feld nachgelassen hat, nimmt es hier wieder zu, nimmt es hier zu, nimmt es da zu und so weiter und so fort, wenn wir nur die Spannungen in der richtigen Reihenfolge wachsen bzw. abfallen lassen. Und das zeige ich hier nochmal hin mit Omega T als der Zeitvariable und hier einem U. Ich fange jetzt beispielsweise mit dem U1 an, was eine sinusförmige Spannung ist. So. Geschafft. Und würde jetzt ein U2 zeichnen. Ich brauche noch eine bessere Unterteilung hier, damit ich irgendwie klarkomme. So. Die kommt nämlich 120 Grad zu spät. Der Punkt war falsch. Der Punkt war auch falsch, aber der ist richtig. So. U2, U2 und noch der letzte, der noch ein bisschen später beginnt. So,
sein Maximum da hat, abfällt. So. Und sein Maximum hier hat. Und als U3 bezeichnet wird. So. Hier ist er. Wenn wir jetzt ansetzen, dass U1 von t gleich irgendein U-Dach mal Sinus Omega t ist und U2 von t ist gleich U-Dach mal Sinus Omega t minus 120 Grad. Ich schreibe es in Grad, auch wenn man das natürlich in Radianten angeben müsste. Ich finde es übersichtlicher. Für den Taschenrechner muss man das umsetzen. Und der dritte ist jetzt um 2/3 Periode, also 240 Grad, versetzt. So, schreiben wir das als Phasoren. Dann haben wir U1 gleich U, den nehmen wir als Maßstab beispielsweise. U2 gleich U mal E hoch minus J, 120 Grad. Und U2 gleich U mal E hoch minus J, 240 Grad. So, und das können wir weiter zerlegen nach Real- und Imaginärteil, damit wir mal sehen, was hier eigentlich vor sich geht. Das ist U. Das hier wäre U halbe mal minus 1 minus J Wurzel 3. Und das hier ist U halbe mal minus 1 plus J Wurzel 3. Mit der Abkürzung, dass A gleich E hoch minus J 120 Grad ist, kann man nun noch schreiben, U1 ist gleich U mal A hoch 0, U2 ist gleich U mal A hoch 1 meinetwegen und U3 ist gleich U mal A Quadrat. So, damit sind schon viele Dinge über den Drehstrom gesagt.